Ja, neben mir sitzt jetzt Julian Pockrand, einer der leidenschaftlichen Windsurfer hier am Start. Eine Frage an dich einleitend: Wie hast du dich denn vorbereitet auf die Saison? Also ich bin im November nach Tarifa gefahren, nach Südspanien, und da bin ich geblieben bis Mitte Mai. Dann bin ich nochmal, ah nee, bis Mitte April. Dann bin ich nochmal nach Teneriffa geflogen und dann wieder zurück nach Tarifa gefahren und dann bin ich zurück nach Deutschland gefahren. Also ich war gut 6, 7 Monate unterwegs. Und nur am Surfen gewesen. Ja, surfen, Wellenreiten, Musik machen, alles dazugehört. Stichwort Musik machen. Du hast ja quasi ein zweites Leben noch als Musiker. Erzähl mal, was für eine Musik machst du? Hast auch eine Band? In welcher Funktion bist du da? Also ich habe lange elektronische Musik gemacht und jetzt aber wieder so Singer-Songwriter-mäßig mache ich Musik mit einem Pianisten, Alexander Gerke, zusammen. Und wir haben das Duo JPEG gegründet und da habe ich auch in Tarifa ein ganzes Album geschrieben, bestehend aus 10 Songs, und das haben wir jetzt schon hier in Deutschland direkt in Angriff genommen und sind gerade ein bisschen auf der Suche nach Labels und ja, geht aber voran. Was würdest du sagen, womit bist du erfolgreicher, mit Musik machen oder beim Windsurfen? Beim Windsurfen ist so, da muss man halt richtig viel trainieren, um gut zu werden, und Musik braucht man halt Talent, und also Windsurfen kann ich, glaube ich, gut werden, wenn ich viel trainiere, aber Musik kann man halt nicht so richtig trainieren. Und ich glaube, deswegen bin ich in der Musik, weiß ich nicht, habe ich vielleicht da was von meinen Eltern mitbekommen oder so. Wo ist deine Fanbase größer? Oh, das ist schwierig zu sagen. Bei der Musik auf jeden Fall unpersönlich, ja, weil da kenne ich halt die meisten immer nicht. Und beim Windsurfen kennt man da schon seine Freunde und so, die hinter einem stehen. Und da vergrößert sich jetzt auch die Fangemeinde nicht so doll wie bei der Musik. Fiese Frage, aber wenn du dich entscheiden müsstest, der Sport oder die Musik? Ja, das ist schwierig, denn beim Windsurfen ist es so, dass da bezahlt man sehr, sehr viel und beim Musikmachen kriegt man sehr, sehr viel. Aber ich glaube, ohne das andere kann ich das andere nicht machen. Also das kommt nur darauf an, was ich dann vielleicht zurückschrauben müsste, um das andere mehr zu machen. Aber ganz ohne, ich hole mir auch viel Inspiration für die Musik vom Windsurfen, und deswegen glaube ich, dass meine Leidenschaft mehr, sag ich mal, oder meine innere Seite ist mehr der Musik zugewandt, glaube ich. Aber ich brauche trotzdem den Sport, um alles machen zu können. Kombinierst du es auch oft, dass du auf dem Brett stehst und nebenbei trällerst? Ja, manchmal, wenn ich so für mich allein fahre, in Warnemünde trainieren auch nicht so viele Leute mit mir, und da kann es schon sein, dass ich aus Versehen mal anfange zu singen. Gut, also dann wissen wir ja, wenn wir irgendwie auf hoher See mal jemand singen hören, dann könnte es Julian sein. Vielen Dank und bis die Tage.